Das Wort hat die Abgeordnete für die SPD-Fraktion, Birte Pauls. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Anfang des Monats haben die Pflegestützpunkte im Land ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Und in manchen Kreisen und kreisfreien Städten waren sie von Anfang an dabei. Andere gingen erst später an den Start. Und letztendlich hat auch der Kreis Schleswig-Flensburg erkannt, dass es ohne niedrigschwellige und gute Angebote und Beratung nicht mehr geht. Also herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahre Pflegestützpunkte und vor allen Dingen herzlichen Dank für hohes Engagement und gebündelte Kompetenz zum Wohle der Angehörigen und der zu Pflegenden. Herzlichen Dank dafür. Wir haben sie alle besucht, die Pflegestützpunkte, und in den Gesprächen mit den Pflegestützpunkten wurde ein Problem immer wieder thematisiert, und das war das Problem mit der Kurzzeitpflege. Man spricht von Kurzzeitpflege, wenn eine pflegebedürftige Person für eine begrenzte Zeit eine vollstationäre Pflege benötigt. Das kann nach einem Krankenhausaufenthalt der Fall sein oder aber wenn pflegende Angehörige sich selbst in Behandlung geben müssen, auch das kommt ja mal vor, oder aber einfach in den wohlverdienten Urlaub möchten. Wir haben zurzeit 1.595 sogenannte eingestreute Kurzzeitpflegeplätze, also Betten im normalen vollstationären Pflegebereich. In wenigen Häusern gibt es dafür eine Extraabteilung. Diese Einrichtungen sind nicht verpflichtet, diese Plätze auch wirklich für die Kurzzeitpflege freizuhalten. Gibt es eine Bewerbung für eine vollstationäre Pflege, wird dieser Platz belegt. Das Vorhalten von Kurzzeitpflege ist für die Einrichtung wirtschaftlich und organisatorisch nicht attraktiv, weil es einen erhöhten Aufwand bedarf. Und das ist an dieser Stelle kein Vorwurf, sondern eine Feststellung von Tatsachen. Deshalb habe ich sehr großen Respekt vor den Einrichtungen, nein, vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen es oft unter sehr schwierigen Umständen trotzdem gelingt, Personen über ihre Krisensituation so zu begleiten, dass sie in die Selbstständigkeit mit oder ohne ambulante Hilfe zurückkehren können. Auch dafür herzlichen Dank. Es obliegt den Trägern der Einrichtung, ob sie das wirtschaftliche Risiko einer Kurzzeitpflege tragen können oder wollen. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene verspricht daher die Stärkung einer verlässlichen Kurzzeitpflege durch die Sicherstellung einer wirtschaftlich traglichen Vergütung. Aber das wachsende Problem ist, dass die Einrichtungen voll sind. Die Nachfrage nach vollstationärer Pflege steigt im Takt mit einer immer älter werdenden Gesellschaft. Die Kurzzeitpflege kommt dabei zu kurz. Immer wieder betonen wir, wie wichtig die pflegenden Angehörigen im System Pflege sind und wie achtsam wir mit ihnen umgehen müssen. Sie sind der größte Pflegedienst im Land. Die Realität ist aber leider eine andere. Wir können den pflegenden Angehörigen nicht einmal das gewährleisten, was ihnen an Entlastung zusteht, zum Beispiel einen Kurzzeitpflegeplatz für ihre Pflegebedürftigen, damit sie sich von der Dauerbelastung Pflege einmal erholen können. Wer pflegender Angehöriger ist, fährt nicht mal eben spontan in Urlaub. Das will gut und langfristig geplant sein. Aber immer häufiger hört man von den Absagen der Einrichtungen, langfristig einen Platz anzubieten. Melden Sie sich bitte 1 oder 2 Wochen vorher, heißt es dann. Aber auch dann können wir Ihnen nicht gewährleisten, dass es einen Platz gibt. Weitere Auswirkungen auf die Kurzzeitpflegesituation hat das mangelnde Personal natürlich. Sinn und Zweck einer Kurzzeitpflege ist es ja, nach einem Krankenhausaufenthalt die Selbstständigkeit wieder so herzustellen, dass das Leben zu Hause wieder möglich ist. Und dazu bedarf es natürlich ausreichend Personal, Pflegekräfte, aber auch Therapeuten. In einer solitären Kurzzeitpflegeeinrichtung ist durch Einsatz von multiprofessionellen Teams, Pflege- und Therapeuten und gezielten Pflegekonzepten der Erfolg der Überleitung in die Häuslichkeit deutlich höher als bei den eingestreuten Plätzen. Und das belegt auch eine Studie des IGES-Instituts zur Kurzzeitpflege in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2017. Demnach werden 65% der Patienten einer solitären Kurzzeitpflege in die Häuslichkeit entlassen. Bei den eingestreuten Plätzen in Pflegeheimen sind es nur 47%. Bei den eingestreuten Plätzen erfolgt rund 45% eine direkte Überleitung in die vollstationäre Pflege. Bei den Solitäreinrichtungen sind es nur 20%. Wir haben keine Vergleichszahlen hier im Lande, weil wir gar keine solitären Kurzzeitpflegeplätze haben.
Wenn die Pflegestützpunkte mir aber sagen, dass ca. 60-70% derer, die in der Kurzzeitpflege sind, vollstationär bleiben, dann sehe ich hier dringenden Handlungsbedarf. Denn der Wunsch der meisten Menschen ist es ja, das wird immer wieder gesagt, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Und sie darin zu unterstützen, das muss unsere Aufgabe sein. Der Bundesminister für Gesundheit, er muss den Koalitionsvertrag dringend umsetzen. Aber ich fordere auch die Landesregierung auf, die steigende Not der Angehörigen und der Pflegebedürftigen nicht zu ignorieren. Und daher sehe ich Ihren Alternativantrag an dieser Stelle als wirklich weiße Salbe. Vielen Dank.